Disaster Area proudly presents The Fog of War. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin. In der letzten Folge haben wir irgend so ein flammendes Dings gefunden, was ich mir vielleicht nebenbei auch mal angucken sollte, weil es war irgendein Schlüssel oder so. Wir haben jede Menge Eistypen bekämpft und außerdem dieses Nebeltor da gefunden, durch das wir jetzt gleich schreiten werden. Zurück zum letzten Leuchtfeuer können wir ohne weiteres nicht, wir haben aber 46.000 Seelen. Deswegen habe ich hier mal den Ring des Seelenheils angezogen, nur um ganz sicher zu gehen, dass ich die Seelen nicht sofort wieder verliere. So, was haben wir denn da jetzt gerade eben für einen Schlüsselgegenstand bekommen? Also in der letzten Folge da oben so. Ist wirklich nicht so lange her. So, Auge der Priesterin. Gewährt den Blick auf das Unsichtbare. Oh, das ist ja nett. Ah, dann können wir jetzt wahrscheinlich ganz am Anfang das unsichtbare Vieh sehen. Und diese seltsamen, unsichtbaren Gegner, auf die wir gestoßen sind. Also falls alle Stricke reißen, können wir dann nach oben. Und hier ist tatsächlich das Leuchtfeuer. Und irgendwas schießt auf uns. Wir waren hier nicht fertig, ja? Ich bin gleich für dich da. Innerer Wall. Alles klar, werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen Menuing machen. Ein bisschen Kram hier ablegen. So. Die lege ich auch mal ab. Wenn wir sie brauchen, kannst du ja immer noch holen. Das gleiche gilt für diese Blüten hier, die Brandbombe. Die Talisman nehme ich lieber mal mit. Kann man immer ganz gut brauchen, wenn dich irgendwer überfällt oder so. So, das können wir lassen. Ich habe ja noch die Seele der Aschbrotner Dahlia, wieso denn das? Ich dachte, die hätte ich schon eingelöst. Oder hatte ich nicht genug Seelen dabei? So lange her. Ja, den Rest können wir jedenfalls erstmal behalten. Hier haben wir noch irgendeine so Flügellanze, die brauchen wir bestimmt nicht. Das Zauberschwert können wir auch mal ablegen. Wieso hatte ich das nochmal dabei? Keine Ahnung, aber wir lagern es mal. Kurzschwert der Gefolgsleute, was ist das denn? Das gehört bestimmt zu diesen Gegnern hier. Das war bestimmt ein Drop. So, das lassen wir mal. Was haben wir hier noch? Alter Glockenhelm. Den brauchen wir bestimmt nicht. So, Alan Ritterstulpen. Das hat sich hier schon wieder alles angesammelt, ey. So Wallgolem-Gamaschen. Bin ich eigentlich mal gespannt, was die noch so können. Wieso habe ich eigentlich keinen, nur den Ring des Seelenhals und keinen normalen? Vergessen zu kaufen oder was? Was ich schon für eine Ringermale angesammelt hat, ist ja der Hammer. Können wir vielleicht irgendwas hier lassen? Na, wir schleppen es einfach mal mit. Was hat mir hier eigentlich für eine Hexerei gefunden? Dunkler Tanz hieß das. Da ist es. Diese Hexerei verwandelt Seelen in eine große dunkle Masse. Die finstere Masse tanzt aus Freude über ihre gewonnene Freiheit oder einfach nur, um jene zu verspotten, die auf ihrem Weg liegen. Hexereien sind Ausdruck der menschlichen Verderbtheit, wie dieser Tanz beweist. Das ist ehrlich gesagt nicht sehr aufschlussreich, aber es braucht 22 Intelligenz und 60 Wille. Also muss es ja irgendwas drauf haben, was? Das kostet natürlich Seelen, was ziemlich scheiße ist, aber... Naja, wenn es dafür richtig reinfetzt, wieso nicht? So. Ich hoffe mal, das Vieh lässt mich jetzt in Ruhe, während ich wieder... Obwohl, vielleicht sollte ich es auch erstmal beim Feuerlangschwert lassen. Wir belassen es mal dabei. Das macht hier einfach zu viel Sinn. Aber unser Menschen tut das natürlich immer noch das Nonplusultra. Weg da! Kommst du jetzt runter oder was? Juhu. Oh, wenn er nicht will. Na warte, ich sorg schon dafür, dass du runterkommst. Und daneben. Genau das, was ich wollte. Daneben schlagen. Mir fällt gerade auf, was mache ich hier eigentlich? Wieso? Ach, ich wollte natürlich noch ein paar Zusatzseelen holen. Ganz klar. Da macht das nämlich noch viel mehr Sinn, wenn wir jetzt nach Majula reisen. Alles klar. Hast du dir mir wieder schön ausgedacht, Jarane, ja. Dann brauche ich nämlich auch mich um den Ring des Seelenhals überhaupt nicht mehr zu kümmern.
So. Frage ist, was mache ich mit meinen Seelen? Hatte ich noch irgendeine Waffe, die ich irgendwie aus Jux und Dollerei aufbessern wollte, um zu gucken, wie gut die wird? Nö. Aber ich könnte vielleicht mal die Pyromantie-Flamme aus Jux und Dollerei erhöhen, falls ich irgendwann mal Pyromantie brauche, für was auch immer. Ich glaube, das machen wir mal. Dann werden wir auch mal die ganzen Feuersamen los. Das sind ja doch schon ziemlich viele. So. Hauen wir das Ding hier mal sonst wohin. Jawoll, immer weiter hier, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Plus 10. Haben wir das auch mal vom Tisch? Wer weiß, vielleicht brauchen wir es irgendwann mal. Und dann will ich natürlich, dass wir das da auch das absolute Optimum rausholen. Wir brauchen natürlich 40.000 Seelen für das nächste Level up. Na gut. Die kriegen wir schon irgendwie zusammen. Zurück nach Elium Lois, innerer Wall. Bisher haben wir keins von den Leuchtfeuern verpasst, aber bisher war es auch ziemlich geradlinig. Also relativ geradlinig. Ich durfte ja nirgendwo hin, weil alles eingefroren ist. Wenn das hier wirklich auftauen können, sieht das vielleicht schon anders aus. So, jetzt müssen wir erstmal wieder diesen Typen hier kaputt hauen. Ah, zu spät reagiert. Aber sehe ich das richtig? Das ist doch eine von diesen Magierinnen, ne? Wieso greift er uns jetzt an? Hat die doch bis gerade eben nicht gemacht. Vielleicht machen sie es jetzt. Aua, der schießt ja zurück, der Penner. Ja, vielleicht machen sie es jetzt, weil ich das Auge da genommen habe. Es könnte sein. Wenn ja, dann werden die Gefechte von jetzt an lustiger. So, jetzt machen wir erstmal das Tor auf. Ich gehe mal davon aus, dass es für das Tor. Vision von Kopf und dann Hinterteil. Soll ich da jetzt nachhaken oder lieber nicht? Lass mich raten, die steht da nicht alleine. Ne. Sind ziemlich viele. Gut, das können wir schon lange. Zack. Piu. Ja, wir spielen auch gerne mal eine Runde hier. So Sniper-Elite oder so. Erledigt. So, den dann müssen wir jetzt eigentlich... So wie es aussieht, spielen die auch gerne mal so einen gepflegten Ego-Shooter. Wisst ihr was, das ist mir zu blöd. Zack, zack. Oh, da kommt ja noch einer. Hallo. So, Rückzug. Hihihi. Komm her. Komm her. Na, dann geht er einfach weg. Das ist doch scheiße hier. Hat er mich noch getroffen? Oh, das ist schlecht. Oh, das ist ganz schlecht. Oh. Komm schon. Autsch. Autsch. Jetzt bist du aber tot. Oh. Da habe ich mich mal ordentlich vertan hier. Ich hätte vielleicht doch... Oh, das war der nicht mal. Ich dachte, einer von denen war jetzt der Typ da. Gut, dann gehe ich einfach mal so dreist auf den zu und hau den mal. Ja, ja, blubber, blubber. Falle, okay. Oh, das ist ja ein Riese. Das ist ja gemein. Lügner voraus. Hörer für Rollen. Die armen Fässer. Die können auch nichts dafür. Ja, das gefiel mir jetzt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da kommt, passiert da jetzt irgendwas. Yep. Heiliger Ritter Aurheim. Auerheim oder so. Aua. Leiter voraus. Hä, wo denn? Ist doch keine Leiter, ist eine Treppe. Schnell mal die Wurzeln hier schnappen.
wo der Typ hier auftaucht, wo auch immer der ist. Das ist ja fast aus wie eine Arena hier. Das ist eine PvP-Map oder so. Ich bin direkt beschossen. Und ich wette, jetzt, wo ich hier mitten im Kampf bin, kommt gleich dieser Typ. Aber... Oh, ich... Habe ich mal erwähnt, dass ich Lanzen hasse? Ich kann das nicht ab. Das... Ah. Weißt du was? Kannst mich jetzt mal. Was? Ich bin gerollt. Die kann ich dummerweise auch nicht backstabben. Aber zumindest kann ich so ein bisschen staggern. Das ist leider trotzdem nicht so hingehauen. Ah, es dauert noch, bis ich die irgendwie raus hab. Wo ist jetzt dieser komische Auerhalm? Das hat wahrscheinlich Auer gemacht, deswegen traut er sich jetzt nicht. Nix da. Untergang ist besiegelt. Noch mehr Giganten. Da kommen wir schon mal nicht weiter. Sieht so aus, als dürfte man Elium und Lois zweimal spielen. Einmal eingefroren und einmal aufgetaut. Nachahmung, Finstergeist. Tarnung. Da halte ich ja gar nichts von Tarnung. Kritische Treffer, ein Versuch beidhändig. Ganz viele Blutflecken. Wetten, der Typ kommt jetzt. Moment. Vielleicht ist da einer von den Fässern hier. Yep. Hallo. Ha. Ich habe nämlich gerade gefragt, Moment mal, der Typ ist immer noch da. Da sind ganz viele Blutflecken. Und wir haben immer noch nicht diesen Typen hier gefunden. Der jetzt übrigens schön da am Auslaufen ist. Ja, mach's jetzt was, oder? Na. Das war's jetzt, Kumpel. Zack. Das war's mit dem Auerheim. Den haben wir ganz schön Auer gemacht, was? Heiliger Ritter. Versteckt er sich hier jetzt als so ein blöde Barrel. So. Und jetzt ist da noch einer. Dun, dun, dun. 10 silberne Talismane. Das ist ein mieser Hinweis. Aber es ist so typisch Dark Souls. So, wo sind wir jetzt? Wieder hier? Naja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt geht's da weiter. Und da haben wir irgendein Rufsymbol. Pass mal ein, das ist super. Bin ich von überzeugt. So. Wen haben wir denn hier? Ellie Stahlherz. Wer ist das dann? Ich weiß es nicht, aber bevor wir das machen, guckt mal, wie mein Schwert aussieht. Das ist ganz schön kaputt, das Schwert. Und deswegen darf ich jetzt erstmal zurück zum Leuchtfeuer und reparieren das mal schnell. So. Und ich glaube, wir machen es jetzt tatsächlich einmal so, dass wir doch tatsächlich die Ellie da mitnehmen. Weil ich eben so viele Seen dabei habe. Und ich keine Lust habe, diesen Ring zu benutzen. Und wer ist denn hier? Herrenloser Glencourt. Ja, wenn wir schon Phantome mitnehmen, dann können wir auch gleich alles mitnehmen, oder? So. So, denn ich kenne ja auch den Boss noch nicht und so. Da kann man, wo ich gerade sowieso menschlich bin, da kann man die Verstärkung brauchen. Vielleicht haben wir es dann direkt so in einem Durchgang. Ich habe gehört, dass sowieso, dass man mehrmals gegen ihn kämpfen kann. Und dass es später mehr von den Bossen gibt. Also, falls ich unbedingt den Drang verspüre, das Vieh alleine besiegen zu wollen, weil wir jetzt auch fast alle DLC-Gegner irgendwie alleine besiegt haben, können wir das ja immer noch nachholen.
So, jetzt muss das Ding nur erstmal kommen. Ja, das sagst du. Aber wenn das... Wenn du das so sagst... Warum bin ich dann hier? Nein, nur nicht. Frag mal den Letzten, der uns versucht hat, mit Feuer irgendwie zu verbannen. Wer sitzt denn da oben? Oh, ist das aber eine süße Miete-Katze. Guck dich das an. Oh wow, doch so viel Schaden. Oh, Kristall sehen, Masse, ernsthaft? Das ist ja nett. Autsch. Na, daneben. Ob man den Schwanz abpacken kann? Fragt man sich bei Dark Souls 2 immer wieder aufs Neue. Auch wenn man genau weiß, dass es denn eigentlich nicht so sein kann. Wow, was? Das kann Pyromantie, das Vieh? Okay, das ist krass. Das ist echt krass. Autsch. Kriegst du einen sich auf den Schwanz? Wir weinen uns mal ein bisschen. Bäh. Ich weiß nicht, was da macht. Das ist doof. Okay, das können wir nutzen. So, das können wir auch nutzen. Zack, zack. Aber ich mache echt wenig Schaden. Jetzt bestimmt, weil wir jetzt hier zu dritt sind. Das ist ein bisschen doof. Kriegst du hier so auf die Zähne. Das macht hier auch noch die ganzen Statuen kaputt. Das ist das Ding auch fast kaputt. Irgendwie gehen die Waffen in letzter Zeit ziemlich schnell kaputt. Und die Ellie ist schon fast tot. Boah, ist aber echt gemein. Den Angriffen. Mit dem Feuer machen wir denen wohl mehr Schaden. Zack, 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 zack. Was ist das denn? Hat's angespuckt, habt ihr das gesehen? Aua. Jetzt muss ich aber zusehen, dass ich hier Abstand gewinne. Na! Oh. Wie, ich hatte den Ring? Ich hatte den Ring ernsthaft? LOL, das wusste ich jetzt gar nicht. Oh Mann. Okay, also, ich weiß nicht, ob es... Ich werde es doch erstmal wieder allein machen. Ich kann sowieso keinen rufen. Ah, oder doch, ich habe ja den Ring gehabt. Hä? Voll vergessen. Hehe. Aber ich glaube, ich versuche jetzt trotzdem einfach mal alleine. Das ist die Strafe dafür, dass ich nicht alleine versucht habe. Normalerweise versuche ich immer alle alleine. Weil wenigstens halt versuchen. Muss ja nicht unbedingt alle hier so kaputt hauen und so. So. Ihr habt ja recht. Ist viel interessanter so. Und zur Strafe muss ich jetzt 14.000 von meinen Seelen ausgeben, um dieses Ding zu reparieren. So, aber das passiert uns nicht nochmal. So, was nehmen wir denn dafür? Ring der Klingen? Ring der Klingen. So, und das nächste Mal können wir dann auch wieder hier mit unserem Menschentöter da zu Rande gehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas ist anders, als das letzte Mal, dass ich gespielt habe. Das ist voll seltsam. Da habe ich echt so viel Dark Souls 1 gespielt. Ach, jetzt bin ich zum Inneren. Oh Gott. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier vor schon eine Runde Fallout aufgenommen. Und bin jetzt schon extrem lang dran, deswegen bin ich wahrscheinlich gerade so verpeilt. Das wird es wahrscheinlich sein. So, hier sind wir falsch. Da wollen wir hin. Äußerer Wall. Aber mit dem Vieh, ich weiß nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob das so eine gute Idee war, überhaupt mit so vielen Gegnern zu kämpfen, weil ich habe deswegen so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Wen haben wir denn hier? Wir sind Soras 10. Ist mir mal egal, sind Soras 10. Wir machen das jetzt alleine. Wir machen das Vieh jetzt kaputt. Da ganz hinten kann man schon sehen. Da frage ich mich, ob man den von hier aus absnipen kann.
Das Gute an dem Vieh ist, da kannst du nicht irgendwie mit einem Schlag sofort umbringen. Deswegen, sobald... wenn ich weiß, wann ich mich safe heilen kann und safe bleiben kann, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, weil er mich nicht irgendwie mit einem Angriff kaputt rushen kann, mit einer Combo. Man kann gut unter den Rollen. Siehst du, jetzt mal mit viel mehr Schaden. Aber... ich wollte eigentlich gerade rollen. Was jetzt? Was macht er jetzt? Er läuft weg, das finde ich gut. Ah, wir sind voll reingesprungen. Trinken. Springt er wieder? Nee, er läuft einfach auf uns zu. Ah, Mist. Der wird jetzt doch bestimmt wieder... Ja. Nix da. Nein. Böses Kätzchen, aus. Oh, er hat so einen Rundumschlag, okay. Aua. Weit gekommen, Aranel. Super. Super gemacht. Jetzt wisst ihr schon mal ein bisschen, wie wir reagieren müssen, wenn das Vieh so uns anknurrt und so, so ein bisschen nach unten geht und dann so aufschreit. Dann kommt dieser komische Eisnebelangriff. Keine Ahnung, so ein Aura-Dingens. Das wissen wir jetzt schon mal. Das ist dann super, um halt einfach zurückzugehen, sich kurz zu heilen und dann oder vielleicht stattdessen auch das Vieh danach zuzurennen, um einen reinzudrücken. Mit diesen Schlägen ist voll schwer, den irgendwie auszuweichen, weil er hat so ein bisschen Startup und das dauert irgendwie so ein bisschen. Es ist so verzögert. Und man kann auch nicht einfach so da durchrollen. Am besten ist, glaube ich, echt, man rollt in das Vieh rein, weil man dann unter dem landet. Nur diesen Rundumschlag da, das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Und diesen Sprungangriff weiß ich auch nicht, was mir lieber ist. Weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig, den ganzen Angriffen auszuweichen. Wollte gerade sagen. Aber es hat funktioniert, was zur Hölle? Es hat auch funktioniert, was zur Hölle? Nein. Böses Kätzchen. Oh, das kann nicht gut sein. Das habe ich jetzt völlig vergessen. Oh, er schießt aber direkt von der Stelle. Ah, das hätte ich wissen müssen. Ist das safe? Relativ, ja. Boah, das hat auch eine riesen Reichweite. Fällt mir gerade mal so auf. Aber er geht dann relativ viel Zeit, um... zu reagieren. Guck mal, da hat so viel Ending-Lag auf den Angriffen und so. Können wir nochmal einfach passen. Da jetzt einfach safe bleiben, zurückbleiben, bis die Ausnahme wieder da ist. Dann nach vorne und dann einfach passen. Und dann verliere ich einfach so einen Fokus. Das ist doof. Was macht er jetzt? Ah, das schon wieder. Na, oh, zum Glück macht das mir nicht so viel Schaden. Und ich mache dem eigentlich ganz gut Schaden. Nur vergiften kann ich ihn wohl nicht. Hat jetzt schon wieder so delayed. Aber eigentlich kann man dann einfach nach vorne rennen. Oh, jetzt bin ich voll echt am Ende noch in die Tatze reingekommen. Das ist ärgerlich. Nein. So, hast jetzt davon. Dummes Kätzchen. Jetzt kommt das wieder. Hihihi. Hat funktioniert. Hep. So, jetzt hier ergibt's aufs Pfötchen. So, was machst du jetzt? Jetzt ist das Schwert fast kaputt. Das ist ja wundertoll. Den und Peaks. Das ist viel weggesprungen.
Also das müssten wir eigentlich haben. Zack. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber eigentlich ist der ziemlich einfach, weil bei fast allem, was er macht, kann man heilen. Ohne dass er einen dafür irgendwie bestrafen kann. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich fand ihn jetzt nicht so schwer. Das ist zwar schnell und die Tatzen haben eine ordentliche Reichweite und es ist schwer durchzurollen. Aber wenn man einmal einfach auf ihn zurollt, dann landet man immer so safe in dem drinnen. Und ja, ist wieder weg, bevor er irgendwie darauf reagieren kann, diesen Rundum-Angriff da machen kann oder so. Weil er einfach immer so dermaßen lange Animationen nach jedem einzelnen Angriff hat. Und den Angriffen irgendwie auszuweichen ist auch nicht so schwer. Das mit den Kristallmasse ist nicht so einfach. Aber wenn man die Angriffe mal kennt, denke ich, ist der insgesamt relativ einfach. Also da fand ich jetzt mit den Typen ehrlich gesagt schwieriger, weil man dann nicht weiß, wann kann ich zuschlagen, ohne dass er mich trifft. Und weil man dann so wenig Schaden macht. So, und die Seele von dem Vieh haben wir jetzt auch bekommen. Ich glaube, deswegen gucken wir jetzt mal, was wir dafür kriegen können. Deswegen ist es gut, dass ich nach Majula gegangen bin. Müssen wahrscheinlich wieder zu Ornifex, wenn wir gucken wollen, was wir damit machen können. Dann können wir auch mal sehen, was jetzt eigentlich mit der Seele aus dem letzten DLC noch war, die ich da noch habe. Jetzt muss ich nur mal wieder gucken, wo denn eigentlich die Lichtsteinbruch Zeldora ist. Ah, das hier. Dass da mittendrin mein Schwert kaputt geht, das ist ja gar nicht toll. Ich habe das Gefühl, in Ilium Lois geht alles schneller kaputt. Weiß nicht wieso. Ist so mein persönliches Empfinden. Aber vielleicht habe ich wirklich einfach nur viel zu lange Dark Souls 1 gespielt. Wo die Waffen eigentlich fast nie kaputt gehen, es sei denn, man repariert sie für, was weiß ich, 5 Bosse hintereinander nicht. Auch blöden Spinner. Ich glaube, ich spinne. Hihi. Hallo, Frosch. Aber ach, die Viecher nerven. Jetzt kommen auch noch diese blöden Spinnen. Jawoll. Ernsthaft. Na, dass sie alle immer so rum müssen. Was? Du sollst doch links schießen. Okay, ich wusste gar nicht, dass sie das können. Wieder was Neues gelernt über Dark Souls. Das Vieh lebt ja noch. Lass mich rein. Boah, endlich. Fast 100.000 Seelen haben wir jetzt. So, handeln. Was haben wir denn hier? Gerades Elfenbeinschwert. Cool. Und da unten? Schreiglocke von Nadalia. Gut, ich würde sagen, die holen wir uns beide mal. Wir haben ja sowieso genug Seelen. Und dann gucken wir uns die zu Hause mal an. So, das machen wir aber in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Wir sehen uns dann im sonnigen, schönen Majula wieder. Bis zum nächsten Mal.